Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo zu Patch 1.15 von Minecraft. Java-Edition. Ja, ich habe jetzt eine Welt gestartet, um ein bisschen den Snapshot anzuschauen mit euch, aber die Aufnahme war nicht gerade so gut. Mein Mikrofon war wieder ein bisschen problematisch. Und ja, es war einfach die ganze Zeit durch Dschungel laufen. Deshalb starte ich jetzt hier nochmal das Video neu. Und ja, ich möchte ankündigen, dass ich jetzt, wenn die Release-Version draußen ist von 1.15, dass ich dann ein Singleplayer-Let's Play mache mit ja, schönen Bauten und ein bisschen Rollenspiel und so weiter. Ah, hallo Creeper. Ich brauche ich jetzt gerade nicht. Ja, was haben wir im Update neu 1.15? Wir haben die Honigwabenblöcke, der Honigblock, Bienennest, Bienenstock, Honigwabe und die Honigflasche. Mehr habe ich jetzt bis jetzt nicht gefunden. Für mehr Infos gibt es sicher da auf YouTube noch andere, die es ein bisschen besser erzählen können. Aber, ja, ist das schon mal etwas. Natürlich gibt es auch Bienen. Aber bis jetzt habe ich noch keine Wabe gefunden. Ja, platzieren wir die mal hier. Ja. Mit dem kann man irgendwie auf der Seite klettern. Irgendwie kann man hier, ja, man bleibt einfach stehen. Kann man auch hochklettern. Wie kann man hochklettern? Ah, oh, das ist wahrscheinlich fliegen gewesen. Das ist jetzt nicht genau, wie das gehen soll. Eine klebrige Angelegenheit. Also wahrscheinlich fällt man einfach langsamer. Aber irgendwie komme ich jetzt nicht hoch. Im Kreativmodus ist halt alles fliegen dann automatisch. Okay. Machen wir wieder Survival. Schauen, dass der Creeper jetzt gar nicht hier ist. Gut. Dann wird es das jetzt hier so probieren. Ja, man rutscht einfach runter. Also man klebt sozusagen runter. Okay. Schauen wir mal kurz in den Tempel und dann gehen wir mal einfach in eine Richtung, weil der Dschungel ist irgendwie ein bisschen zu groß ausgefallen. Ja, ich kann ja sowieso nicht zur Kiste kommen, oder? Doch. Also die Kiste. Oh, ein paar Diamanten, okay. Nicht schlecht. So. Ja, zur zweiten Kiste muss ich ja nicht gehen. Ah, hallo. Wie geht's? Aua. Das hat mich noch ein bisschen erwischt. Also in die Richtung gehen wir mal, weil wir von der anderen Seite vom Spawn gekommen sind. Und ja. Eben, ich bin jetzt nicht so informiert. Ich spiele natürlich viele andere Spiele und deshalb bin ich jetzt noch nicht so drin im Update. Aber ich lasse mich ja gerne überraschen. Das Let's Play wird ein Langzeitprojekt. Das heißt, ich werde immer wieder Parts bringen. Eventuell sogar täglich, je nachdem. Wird schon gehen. Und ein Bambusdschungel, cool. Und wir werden sehr viel bauen. Also nicht immer, natürlich schon sehr gute Abwechslung. Manchmal auch wieder die Items resetten und so weiter. Neue Herausforderungen, neue Orte zum Leben aussuchen. Immer wieder zurückkehren ins alte Ort, ein bisschen chillen oder so, etwas ausbauen. Und vor allem, es muss euch Spaß machen, deshalb bin ich natürlich auf jede Infos, was soll ich machen, gespannt. Bitte gerne kommentieren, also wenn ihr Lust habt, ist natürlich freiwillig, aber so kann ich es an euch anpassen. Mir ist wichtig, dass ich so langsam, weil ich so schon am bekannter werden bin, langsam ein bisschen nötig, dass wir da einfach ein bisschen mehr zusammen machen. Es muss ja euch gefallen, nicht mir. Mir ist es nicht so schlimm. Ich bin ja sowieso eigentlich ja eher ein Hobby-YouTuber als ein Netzwerk-YouTuber oder mit Pflichten und so weiter. Es kommen die Videos auch nicht immer zur Stunde irgendwann mal, sondern so ein bisschen am Tag verteilt, weil ich schon längere Zeit manchmal hochladen muss. Die Videos halt auch eine gute Qualität haben und so weiter. Und ich finde keine Bienen. Ein Bienennest. Ich bin auf der Suche nach einem Bienennest.
die sollten einfach im Wald und in den Ebenen eigentlich oft sein, aber die spawnen irgendwie nicht. Keine Ahnung. Sonst werde ich kurz einen hinklatschen, dann spawnen eventuell Monster, Bienen. Hier sollte ungefähr eines sein. Bei diesem kleinen Wäldchen habe ich eigentlich am Anfang von den Snapshots sie immer gefunden. Aber ja, es ist wirklich nichts los. Schade, haben wir nicht so viel Glück. Aber es gibt solche Bienenstöcke, Bienennester. Ja. Einfach so in der freien Natur. Auch schöne Pferde haben wir hier. Also ich finde leider gerade keinen. Tut mir leid, ich hätte natürlich schon ein bisschen vorschauen sollen. Bei Ankündigung wieder muss ich mich halt vorbereiten und das habe ich meistens halt einfach kaum Zeit. Ich bin halt nicht 100% YouTuber. Ich bin, mache halt auch viel Sport und ja, genieße das Leben. Nebenbei noch. Und ja, das Last Epoch Video von heute, das kommt einfach später, weil das irgendwie wieder ein Bug ist, dass YouTube das nicht verarbeitet. Okay, machen wir das mal hier hin. Also, wenn wir das jetzt hier hin machen, und gleich mal Tag. So. Sollten eigentlich so langsam die Bienen rauskommen. Also eigentlich haben wir immer zwei oder drei Platz und die gehen dann auf die Suche nach Blumen. Sie haben Blumen in der Nähe. Ah, jetzt sagte ich schon ein Dorf, aber es ist nur die Sumpfbäume. So hier hinten. Diese Bäume habe ich gedacht, ein Dorf. Weil ein Dorf sollte eigentlich am Anfang immer da sein, aber ist nicht. Das in den Welten hat es manchmal richtig lange keine Dörfer. Aha, das ist der Enderman. Ja, was macht man jetzt? Wenn nichts rauskommt, mehr hin. Oder auch die Eier. Wo ist die Biene? Biene? Kein oranges Ei. Ganz unten? Ne, ist nur die Honigwabe. Wo ist die Biene? Biene? Okay. Das muss ich nochmal kurz schauen. Okay, so war das erste Ei. Natürlich ganz oben, also nicht ganz zu unten. Bist du jetzt am Nest verbunden? Also die Bienen sind sehr friedliche Wesen, glaube ich. Aber wenn man das Nest irgendwie berührt oder so, oder sie haut, werden sie aggressiv und stechen ein. Aber auch nur sehr wenig Schaden und so. Genau, Blüten und hohen jetzt an den Beinen sieht man es dann. Ja, liebe Minecraft-Entwickler, ich bin nicht so erfreut über dieses Update. Ihr hättet viel mehr einbauen sollen. Ich glaube, ihr nehmt euch einfach keine Zeit. Ah ja, genau, hinten sind jetzt die Blütenstaubpollen und so zu sehen. Und sie hat dieses Nest ausgesucht. Kommt jetzt eine zweite Biene raus oder müssen sie zuerst auch Männchen und Weibchen haben? Aber das gibt es, glaube ich, gar nicht. Ja. Wollt ihr ein paar Blöcke? Nehmen wir doch mal ein paar Blöcke noch dazu. So. Hier klatsche ich euch ein paar Blöcke hin. Ja, sie sind sehr langsam, die Bienen, bis die endlich mal wieder rauskommen und so. Macht natürlich nicht so viel Spaß. Aber also ich hätte von Bienen wirklich etwas erwartet. Aber so habe ich jetzt das noch nicht erwartet. Ja. Weil ich eben das Team, ja, dieses Projekt momentan auf der Stirn habe, möchte ich natürlich schon schauen, dass ich da mehr Videos mache als von Minecraft 1.15. Aber es sollte eigentlich jeden Tag oder jeden zweiten Tag gehen. Nehmen wir wirklich jetzt langsam wieder ein bisschen mehr Zeit, weniger Sport machen, weil es sowieso kalt ist. Und dann habe ich natürlich schön für euch die Videos. Ja, passiert hat echt wenig. Ich spawn noch mal ein paar. Die klatschen einfach runter. Sollten sie eigentlich so ein bisschen zügig sein. Und den Fischen geht's eigentlich relativ gut. Die machen Paarungstanz, was ist das? Aha.
Gut. Wenn man sie schlägt. Okay, es ist leise, wo ich eigentlich laut gemacht habe. Ja, es wird gar nicht lauter, dieses Geräusch vom Bienenhauen. Haben sie noch nicht so gut angepasst, scheinbar. Ja, also eben, es ist wenig gekommen, der 1.15, und vieles ist halt noch nicht so richtig angepasst. Aber das 1.16 Update sollte dann auch besser werden. Sie haben angekündigt, eigentlich, oder haben sie das nicht angekündigt, nur die Fans haben es gesagt, aber ja, auf jeden Fall sollten Höhlen überarbeitet werden. Ah ja, die Savanne sollte eigentlich jetzt überarbeitet werden, oder, nein, die Taiga wurde ja schon überarbeitet, nur mit Bären und Füchsen. Ja, ich hätte mehr erwartet. Ich erwarte eigentlich von Minecraft immer mehr, aber die Entwickler sind halt echt völlig geizig. Das ist natürlich nicht so gut. Und jetzt sollten eigentlich Savanne drankommen oder Wüste, genau. Savanne oder Wüste. Was jetzt drangekommen ist, weiß ich nicht. Aber Bienen sind eher Savanne als Wüste. Ich glaube kaum, dass sie in der Wüste gerne leben. Also wahrscheinlich kam heute, also diesen Patch eigentlich gar kein neues Biom. Also das Biom wurde gar nicht überarbeitet. Finde ich ein bisschen schade. Hätte jetzt mehr erwartet natürlich. Aber komm, wenn sie jetzt schon Pre-Release 4 haben, dann müsste eigentlich das schon so bleiben. Finde ich ein bisschen doof. Ja, ich sag offen die Kritik, was ich meine. Wenn es jemand stört, der darf gerne in die Kommentare schreiben. Hey, sag doch nicht so schlimme Sachen über 1.15. Aber es ist wirklich ein paar Blöcke und ja, ein paar Bugfixes. Mehr ist eigentlich nicht dazu gekommen. Finde ich schade, aber das ist ein optimaler Start für ein Let's Play. Und ja, ich hoffe, bald kommt 1.16 raus. Sollte nicht wieder ein Jahr dauern oder mehr sein, ja. Finde ich ein bisschen schade. Ja gut, wir bleiben bei 1.12, weil dort die meisten Mods gibt. Diese neuen Updates werde ich einfach live, also Let's Playen. Aber jetzt nicht modden oder so. Also keine Mods installieren. Weil so ist die Minimaps einfach gar nicht mehr gehen, irgendwie buggy sind beim Installieren oder im Spiel abstürzt bei Xeos Minimap. Finde ich ein bisschen schade. Und Shuni Map wird gar nicht mehr developed. Finde ich auch schade. Also, aber gut, ich freue mich auf das Let's Play, ich freue mich auf das Projekt. Und ja, dürft gerne mitmachen. Schaut es. Das letzte Video an und ja, bis dann. Tschüss.